Ich bin hier am rechten Bahnhofskopf weiter damit beschäftigt, den Übergang zwischen den zwei Anlagenplatten mit Schienen zu bekleistern. Dieses nächste Klebeobjekt habe ich schon mal hergerichtet. Und jetzt geht es an das nächste. Da muss ich mir noch was Passendes suchen. Ich suche mal nach einer Standardgeraden, weil die am Ende ja immer diese Übergangsschwellen hat. Und wow, da ist schon eine. Die war schon mal eingeschottert und sie zeigt es mir auch deutlich. Damit die überhaupt glatt klebt, muss ich den Schotter da sorgfältig abmachen. Irgendwie will ich im letzten Jahr nur die Schwelle hier haben und dann am besten ein möglichst langes Flexkleister ansetzen. Na, da ändere ich mal meinen Plan etwas. Hier ist ein Flexgleis. Und dieses Flexgleis dürfte nun länger sein, als ich benötige. Ich muss das ganze Zeug hier einfach aus dem Weg räumen. Und das Flexglas hat hier vorne sogar schon so eine Schwelle. Da brauche ich mal mehr was zu unternehmen. Ich setze am besten mal einfach einen Schienenverbinder drauf und probiere es aus. So, das lege ich jetzt möglichst schon mal exakt an, denn ich möchte ja am Ende wissen, wo genau ich die Profile zu schneiden habe. Und da soll mir das Ganze jetzt nicht durch irgendwelche
Hundekurven oder ähnliches verruckelt sein. Hier ist die Kante. Dann müsste hier der Schnitt erfolgen. Ich prüfe nochmal, ob das hier einigermaßen windig ist. Ist es. Und damit kann ich den Schnitt hier setzen. Sicherheitshalber nochmal, ob das zweite Profil immer noch ziemlich ist. Ja, das ist. Damit gibt es hier den zweiten Schnitt. Den Rest der Schneiderei möchte ich wieder auf meiner Sägebank hier machen. Da sind die Marken. Und damit kann es losgehen. Yeah.
So. Die richtige Länge müsste das Stück damit schon mal haben. Aber das möchte ich lieber noch mal probieren. Mir nicht ganz so gut gelungen mit dem Gehalt anscheinend. Nee, das ist noch nicht gekommen. Es ist gut gelungen. Und dann kann dieses Glasstück weiter bearbeitet werden. Zunächst einmal ist hier eine kaputte Schwelle, die muss da verschwinden. Hier ist eine von den kostbaren Endschwellen, oder? Ne, ist sie gar nicht. Bevor ich mich an die Arbeit mache, muss ich erstmal wieder was Richtiges arbeiten.